Wir haben jetzt zwei Übernachtungen hier in Reisdorf verbracht. Bevor wir jetzt weiterfahren, kommen wir zu den wichtigen Arbeiten, die jeder Camper ja so gerne macht. Und zwar das Leeren der Toilette. So, es kann weitergehen. Wir werden dann heute Morgen weiterfahren Richtung Kautenbach. Kautenbach liegt im Östling von Luxemburg, ungefähr so 40 Kilometer von hier. Links abbiegen in die Straße Route La Sueur, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Hier an der Brücke, die zum Campingplatz führt, hat man irgendwie vergessen, Schilder anzubringen, wie hoch und wie breit das die Brücke ist. Das könnte mal sehr interessant werden, wenn man ein Hümer B-Klasse fährt zum Beispiel. Die sind ja ein bisschen größer wie normale Wohnmobile und da dürfte er schon relativ eng werden. Oben an der Wölbung von der Brücke sieht man links und rechts Schrammen, wo der Platz einfach nicht gereicht hat. Mit solchen Rindfischereien kann man sich einfach den ganzen Urlaub versauen. Unten am Boden hat einer versucht, links und rechts grüne Linien einzuzeichnen. Wahrscheinlich als Fährhilfe gedacht. Die größeren Wohnmobile könnten hier Probleme bekommen. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz von Kautenbach gelandet. Auf der Strecke hierhin war die Route an einigen Stellen sehr, sehr schmal. Und da sollte man schon irgendwie etwas geübt sein, für diese zu fahren. In Kautenbach selber, da ist es auch nicht sehr breit, besonders da in einigen Ecken. Der Campingplatz von sich liegt außerhalb des Dorfes. Er ist sehr, sehr ruhig gelegen an einem kleinen Flüsslein, der Clerf heißt. Beim Ankommen fährt man vor eine Schranke, wo man klingeln muss. Diese geht auf und dann sind das circa noch 400-500 Meter bis zur Rezeption. Der Empfang ist sehr warm und man sieht, dass Leute sehr viel Ahnung von ihrer Sache haben. Der Campingplatz selber liegt im Tal der Clerf und ist sehr ruhig gelegen. Das Einzige, was eventuell stören könnte, das ist die Eisenbahn, die direkt am Campingplatz vorbeifährt. Tagespreis ist 20 Euro im Moment. In dem Preis enthalten sind warme Duschen und Strom. Ver- und Entsorgung ist ebenfalls gegeben.
Mit dem Fahrrad kann man sehr gut Kautenbach erreichen. Das werde ich jetzt tun und dann werden wir weitersehen. Kautenbach an sich ist ein sehr kleiner Ort, wo sich Fuchs und Herse gute Nacht sagen. Das Einzige, was interessant sein könnte, sind die Restaurants. Die sind aber leider Gottes in Covid-19-Zeiten alle geschlossen. Das war einer der Züge, die immer am Campingplatz vorbeifahren. Wie gesagt, sie sind nicht störend, aber man hört sie. Die Klerf ist der Fluss, wo sich am Camping entlang schlängelt. Genau an diesem Platz hier mündet die Klerf in die Wils. Von hier aus geht die Fahrradpiste nach Wils. Das sind ungefähr so 10 Kilometer mit dem Fahrrad. Diese Piste führt entlang der Flüsslein Wils bis in die Stadt Wils selber. Die Strecke führt über Berg und Tal und daher ist es sehr ratsam, ein E-Bike zu benutzen. Hier endet die Fahrradpiste. Für jetzt nach Wils zu kommen, müsste ich hier die Bundesstraße fahren. Und das ist mir einfach zu viel gefährlich. Da lasse ich lieber die Finger davon. Meine Vorahnung sollte sich bestätigen. Die nächsten 5 Kilometer bis nach Wils wären wirklich auf dieser Bundesstraße gewesen. Dies habe ich festgestellt, als wir mit dem Wohnmobil nach Hause fuhren. Die Fahrradpiste an sich ist relativ gut zu fahren. Es geht sehr viel bergauf, bergunter. Gefälle sind bis zu über 10% möglich. Wer diese Strecke fährt, sollte ein E-Bike benutzen
oder gut durchtrainiert sein. Ich konnte es einfach nicht lassen und ich hatte da so einen neuen Weg entdeckt. Da habe ich gedacht, fährst du den mal ein paar Kilometer ab. Und meiner Meinung nach müsste der nach in Wils enden. Aber dieser Weg ist noch gesperrt für den normalen Verkehr. Ich werde jetzt hier an diesem Platz meinen Drahtesel um 180 Grad wenden und dann fahre ich wieder zurück nach Kautenbach. Wieder zurück zum Campingplatz und den Tag ruhig ausklingen lassen. Um wieder auf der Hauptstraße zu landen, mussten die verschiedenen bekannten Nadelöhre durchquert werden. Vielen Dank für das Verfolgen unserer Ausflüge auf unserem Kanal. Solange die Campingplätze in Deutschland, Frankreich und Belgien geschlossen sind, werden wir auch weiterhin Luxemburger Campingplätze vorstellen. In diesem Sinne, bleibt bitte gesund und wir sehen uns in der nächsten Reportage.